Welcher Ausdruck kann verwendet werden, um zu zeigen, wie wir 18 Schachteln in zwei gleich große Stapel aufteilen? Schreibe den Ausdruck dreimal auf drei verschiedene Weisen. Finde den Wert des Ausdrucks. Machen wir zunächst das obere. Wir haben also 18 Schachteln und wir möchten sie in zwei gleich große Stapel aufteilen. Wir wollen also 18 durch 2 aufteilen. Und das schreiben wir jetzt einmal hin. Wir haben also 18 im Zähler oben geteilt durch 2 unten. Wir können es auch so hinschreiben. 18 geteilt durch 2. So, genau so. Oder, das ist jetzt eine englische Schreibweise, 18 geteilt durch 2. Bevor wir das jetzt ausrechnen, wenn wir also den Wert jetzt finden wollen von diesem Ausdruck, zeichnen wir erstmal diese 18 Schachtel hin. Und ich habe also hier eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Gleich haben wir es. 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Schachteln. Das sind also meine 18 Schachteln oder Vierecke. Und ich will jetzt zwei gleiche Stapel haben oder zwei gleiche Gruppen. Wenn ich diese jetzt in zwei Gruppen einteile, das kann ich jetzt mal schon schätzen. Jetzt machen wir mal hier diese obere Gruppe hier. Das ist also die erste Gruppe. Und wir machen die untere Gruppe. Das ist die zweite Gruppe. Und die sind gleich groß. Wie viel sind nun in jeder Gruppe drin? Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und in der unteren Gruppe haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben also diese in zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils 9 haben. Also 18 geteilt durch 2 entspricht 9. Oder 18 geteilt durch 2 ist gleich 9. Oder 2 geht in 18 genau 9 Mal hinein.